Und wer es haben will, muss mehr bieten. Ja, Harald Glöckler hat einen neuen Streich, das Harald Glöckler Monopoly. Ja, so wirklich neu ist es nicht, aber bei uns ist es neu, denn wir haben es zufällig entdeckt, nachdem es hier in München dann Pop-Up-Store-Opening gegeben hat. Ja, was ist anders? Was ist besser? Gefällt es auch jemandem, der kein Glöckler-Fan ist? All diese Fragen haben wir uns gestellt und werden wir auch jetzt beantworten. Klar, es ist anders. Harald Glöcklers Leben ist in den einzelnen Feldern wiedergespiegelt. Statt Bahnhöfen gibt es einfach mal die Meilensteine der Shop-Eröffnungen. Statt Energiekraftwerke gibt es TV-Ausstrahlungen. Und statt Straßen gibt es tatsächlich Produkte vom Designer. Ja, spannend ist es allemal. Auch einfach mal, um zu sehen, wer ist Harald Glöckler. Deswegen eine absolute Empfehlung von uns in der Redaktion. Er hat es auch nicht nehmen lassen, als Spielfigur dabei zu sein. Als kleinen Harald Glöckler oder auch den Gatten, dazu die Prinzessin, ein Krönchen, ein Trönchen, alles ist dabei. Selbst das Spielgeld hat er sich nicht nehmen lassen, selbst zu designen. Schaut es euch an, viel Spaß beim Harald Glöckler Monopoly. Unten im Beitrag haben wir für euch verlinkt, wo es das Spiel zum Kaufen gibt. Und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr den Monaco Deluxe abonnieren möchtet. Und das nächste Video gibt es hier zu sehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Monaco Deluxe.